der Aero in Friedrichshafen sind nicht nur die Flugzeuge ein großer Zuschauermagnet, sondern auch die verschiedensten Hubschrauber sind hier zahlreich vertreten. Wir haben als DHV 8 Mitaussteller dieses Jahr auf dem Stand, von dem Wartungsbetrieb über die Flugschule bis zu dann eben den größeren Maschinen, die im Arbeitsflug tätig sind, alles da. Die gesamte Halle B5 ist sehr schön geworden, denke ich, wieder auch mit eigenem Konferenzprogramm 4 Tage lang. Der Einsatz von Hubschraubern hat oft schon Leben gerettet. Dennoch gibt es Skeptiker, die Geräusch- und Schadstoffbelastung eher kritisch sehen. Ja, das ist wirklich so ein bisschen der Widerspruch. Der beginnt immer vor der eigenen Haustür, wenn man sagt, wenn ich verunfalle irgendwo in den Bergen, dann muss aber der Hubschrauber kommen. Wenn er neben mir dann landet und einen Patienten bringt, dann heißt, warum ist der Hubschrauber hier und erzeugt Lärm? Das ist ein bisschen bei uns so tatsächlich. Mit dem Laut und Stinkt würde ich mittlerweile sagen, der berühmte Teppichklopfer, den haben wir eigentlich nicht mehr, sondern es wurde ganz viel in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt in die Technologie, sodass Hubschrauber mal leiser, effizienter auch werden. Wir sprechen jetzt über die synthetischen Fuels, die Biofuels, die wir auch schon tanken, auch beispielsweise schon in der Luftrettung. Also wir arbeiten dran, dass wir da besser werden oder immer noch effizienter, möchte ich sagen. Und das Thema Flugtaxis, das ist wirklich ein Akzeptanzthema. Wir sind jederzeit in der Lage, wir machen das in New York, wir machen das in Sao Paulo, in Singapur, in den großen Städten, auf Dächern zu landen. Aber dafür müssen wir in Deutschland speziell erstmal Infrastruktur schaffen, die gibt es nicht. Wie wichtig und lebensrettend Hubschrauber sind, bewies nicht zuletzt die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Wir sagen immer, Hubschrauber ist die Biene der Luftfahrt, weil so in so vielen Bereichen so wichtig für die Gesellschaft. Man sieht es oft nicht, aber im Ahrtal hat man es nun wirklich gesehen. Wir haben dort über 300 Einsätze geflogen mit verschiedensten Betreibern. Da war die Bundespolizei, die Bundeswehr, aber auch unsere ADAC beispielsweise da mit über 200 Einsätzen geflogen. Wir haben Menschen aus Krankenhäusern, liegende Patienten evakuiert, an der Winde hochgezogen. Wir haben die Infrastruktur auch aus der Luft erstmal gecheckt. Wo hat es Masten weggeschwemmt, buchstäblich? Wo steht denn überhaupt noch Energie? Oder gibt es Gefahr beispielsweise, dass eine Hochspannungsleitung im Wasser liegt und man schlicht und ergreifend durch einen Stromschlag sterben kann? Also dort waren wirklich Hubschrauber maßgeblich daran beteiligt, um noch Schlimmeres zu verhindern. Um weiterhin Hubschrauber zum Beispiel bei Ski- oder Autounfällen schnell zur Hilfe einsetzen zu können, ist eine sinnvolle Logistik notwendig und natürlich flugbegeisterte Nachwuchspiloten von morgen zu fördern. Und genau deshalb sind auf der Messe auch Fluglehrer mit vor Ort, die möglichen Interessenten die Fluggeräte erklären und auch den Ablauf der Pilotenausbildung, zusammen mit den entstehenden Kosten. Und egal, welchen Beruf man ausübt, bei Interesse kann jeder Hubschrauberpilot werden. Wir haben an Flugschülern haben wir alles. Also wir haben vom Busfahrer über die OP-Schwester, über den Landschaftsgärtner bis zum Arzt, wir haben alle dabei. Die Kosten sind abhängig davon, wie lange die Ausbildung dauert. Minimum sind es 45 Flugstunden, die wir absolvieren müssen, 100 Stunden Theorie. Und wir rechnen so Pi mal Daumen mit 26.000 Euro. Als Berufspilot kostet das ganze Ding ein bisschen mehr. Da rechnen wir alles in allem mit circa 100.000 Euro. Ein bisschen weniger, je nachdem, wie man das sieht. In den Kosten sind dann aber die Flugstunden, die Ausbildungsinhalte mit dabei. Ist jetzt aber keine Lebens- oder Unterhaltskosten mit drin. Also rein die Ausbildungskosten, bis man dann Berufspilot ist. Wir bieten die Ausbildung sogenannt modular an. Das heißt, man macht zuerst seinen Privatpiloten und kann dann, während man Stunden sammelt, bis man so weit ist, dass man genug Erfahrung für den Berufspilotenschein hat, beziehungsweise für die Berufspilotenausbildung, kann man Leute mitnehmen. Und viele machen dann eine Kostenbeteiligung daraus. Ja, am Messestand nimmt man sich die Zeit für diejenigen, die vom Hubschrauberfluginteresse gepackt sind. Und der Experte weiß, wie man sich am besten für eine mögliche Pilotenausbildung informiert. Am besten mal im Internet gucken, was ist die Flugschule, die am nächsten dran ist. Und einfach mal einen sogenannten Schnupperflug machen, Heli selber fliegen. Gibt es um die 30 Minuten rum, das ist eine vernünftige Zeit. Und da kann man dann einfach mal ausprobieren, ist das was überhaupt für einen? Kommt man hier mit so einem Cockpit überhaupt klar? Kommt man mit dem Fliegen klar? Und dann lernt man auch den Fluglehrer kennen, den man dann wahrscheinlich nachher hat.
und schaut, ob man mit dem dann auch vernünftig zusammenarbeiten kann. Damit ein Hubschrauber auch immer flugsicher ist, braucht man die Spezialisten, die sich um die Wartung und Reparatur kümmern, und die brauchen spezielle Eigenschaften. Gewissenhaft und auf jeden Fall auch eine Menge Verantwortung, die da mit reinfällt, und Genauigkeit. So ein Hubschrauber ist sehr komplex und jeder kleine Fehler, der übersehen wurde, kann zur Katastrophe führen. Deshalb wird ganz genau geschaut und jedes Teil auf seine Funktionalität überprüft. Ein Vorgang, der auch Spaß machen kann. Spaß in dem Sinne ist die Fehlersuche. Um sich quasi selber zu überprüfen, kriege ich eigentlich den Fehler behoben, den der Kunde mir gerade hier aufs Tablett legt. Und bis zu 98% klappt das auch meist. Aber man hat ja noch alte Hasen, die man fragen kann, ob der den Fehler schon mal gesehen hatte. Sollten Sie Interesse haben, selbst einmal die Biene der Lüfte zu fliegen, hier auf der Aero wird Ihnen erklärt, wie Sie sich diesen Traum erfüllen können.